Ich spreche zu Ihnen über das Schlafapnoe-Syndrom. Schlafapnoe, worum handelt es sich? Wer an Schlafapnoe erkrankt ist, hat regelmäßig während der Nacht, während des Schlafes, Atmungsunterbrechungen. Und zwar Atmungsunterbrechungen von 10, 20, 30, 50, 60, manchmal sogar 90 Sekunden. Und Sie können sich vorstellen, dass solche Atmungsunterbrechungen zunächst mal einen Stress darstellen. Der Schlaf ist nicht so tief und damit nicht so erholsam. Und am nächsten Morgen, wenn Sie erwachen, stellen Sie fest, dass Sie nicht ausgeschlafen sind, eigentlich noch müde sind. Tagsüber ist die Aufmerksamkeit herabgesetzt und damit möglicherweise auch das Unfallrisiko heraufgesetzt. Während dieser Atmungsunterbrechungen geschieht aber etwas ganz Entscheidendes. Die Zufuhr von Sauerstoff wird unterbrochen. Und das bedeutet, dass vor allem die sauerstoffbedürftigen Organe, an erster Stelle Herz und Gehirn, in Not geraten und in Gefahr geraten. Entsprechend sind Patienten, die nicht behandelt werden, hier in Gefahr, vorzeitig einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu haben. Außerdem werden Patienten mit Schlafapnoe regelmäßig auffällig mit einem gesteigerten Blutdruck. Und das hängt damit zusammen, dass diese Atmungsunterbrechungen, diese Stresssituationen den Adrenalinspiegel steigern. Dieser sollte allerdings beim Gesunden während der erholsamen Nacht langsam absinken und entsprechend sollte der Blutdruck auch absinken. Patienten mit Schlafapnoe haben genau das Gegenteil. Sie haben einen gesteigerten Blutdruck auch während der Nacht. Auch damit ist übrigens wiederum das Risiko für das Herz gesteigert, denn das führt nochmal zu einer vermehrten Beanspruchung des Herzmuskels und zu einem erhöhten Sauerstoffbedarf, der eben während der Atempausen nicht hinreichend gedeckt ist. Sehen Sie sich ein Beispiel an. Sie sehen ein Video, das die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin angefertigt hat und das ich Ihnen hier präsentiere. Passen Sie genau auf und schauen Sie, wie die Atmung funktioniert, wann sie plötzlich nicht mehr funktioniert und wie der hier dargestellte Patient dann reagiert. Sie haben gesehen, dieser Patient hatte im Schlaf zunächst geatmet, geschnarcht und ab einem bestimmten Moment hat er erkennbar versucht zu atmen, aber es waren keine Geräusche mehr hörbar. Sie haben gesehen, er hat versucht, gegen einen Widerstand anzuatmen und dieser Widerstand befindet sich in seinem Schlund. Der Schlund, ein Teil des Atemweges, ist sozusagen kollabiert und war nicht mehr durchlässig für den Luftstrom. Den Mechanismus der Schlafapnoe möchte ich Ihnen jetzt anhand von einfachen Grafiken darlegen. Sie haben also bei den Patienten Atempausen gesehen, wie diese hier zum Beispiel oder diese. Und Sie sehen, dass gleichzeitig Atemanstrengungen stattgefunden haben. Das ist ablesbar in diesen Kanälen, wo die Bewegungen und
von Bauch- und Brustkorb abgeleitet werden. Vor allem können Sie aber sehen, dass der Sauerstoff nach Atempausen jeweils absinkt, hier und hier besonders markant. Sie können sich vorstellen, dass wie hier in dieser etwas gerafften Darstellung diese Ereignisse, wenn sie ständig erfolgen, eine massive Störung der Sauerstoffversorgung und des Schlafes darstellen. Der Mechanismus ist schnell verstanden, wenn man sich diese Grafiken anschaut. Sie sehen im oberen Bild einen normal konfigurierten Schlund und diese kleinen Minuszeichen, die Sie im Schlund sehen, stellen die Tatsache dar, dass bei der Einatmung immer ein Unterdruck entsteht. Ein Unterdruck ist ein Einsaugen der Luft, nichts weiter. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die einen relativ weichen Schlund haben, das ist die untere Abbildung, dann neigt der Schlund bei der Einatmung zum Kollabieren, dieser Bezirk hier. Und durch diesen kollabierten Schlund kann dann keine Luft mehr fließen. Sie haben gesehen, dass eine Verengung bzw. ein Verschluss des Schlundes bei Schlafapnoe die Atempausen verursacht. Die Diagnose Schlafapnoe wird gestellt zunächst in der Regel in einer Lungenarztpraxis, indem man so etwas wie ein kleines Schlaflabor dem Patienten mitgibt. Hier ist ein solcher Patient abgebildet, der so ein Schlaflabor angelegt bekommt. Das wird ihm in der Praxis gezeigt. Er nimmt das Gerät mit nach Hause und schläft zu Hause damit eine Nacht und gibt es am nächsten Morgen in der Praxis wieder ab. Und dann werden die Daten analysiert und es wird festgestellt, ob eine Störung vorhanden ist und wie hoch die Dringlichkeit der eventuellen Behandlung ist. Wenn die Dringlichkeit hoch ist und tatsächlich ein Schlafapnoe-Syndrom wahrscheinlich gemacht worden ist, dann geht der Patient regelrecht ins Schlaflabor, wo die Messungen sehr viel ausführlicher sind. Da braucht es eine Assistenz und die abgeleiteten Daten sind viel umfangreicher. Zum Beispiel werden auch die Hirnströme abgeleitet, die also den Schlaf selbst analysieren. Der Patient ist dann also verkabelt wie hier und kann damit letztlich erstaunlich gut schlafen, sodass eine gute Analyse der Atmung, des Kreislaufs, aber des Schlafes selber stattfinden. Wie also jetzt behandeln? Wer übergewichtig ist und ein Schlafapnoe-Syndrom hat, sollte versuchen, Gewicht zu verlieren, denn eine Studie der Universität Marburg hat gezeigt, dass wer sein Gewicht normalisiert, die Passage für die Luft im Schlund wesentlich erleichtert und damit die Erkrankung bessern bis sogar beseitigen kann. Es gibt eine sehr etablierte Therapie, die sogenannte CPAP-Therapie. Der Mechanismus der sogenannten CPAP-Therapie ist hier leicht verständlich dargestellt. Der Patient, der eine Neigung zum Kollaps des Schlundes hat, bekommt über einen zuführenden Schlauch einen leichten Überdruck auf seine Atemwege, der dafür sorgt, dass die Atemwege insbesondere im Bereich des Schlundes offen gehalten werden, sodass die Luft bei der Atmung in allen Schlafstadien und in allen Körperlagen gut pendeln kann. Im Schlaflabor wird die CPAP-Therapie eingestellt. Es wird genau geprüft, welche Druckeinstellung der Patient benötigt, damit Atmungsstörungen in allen Schlafphasen und Schlaftiefen und allen Körperlagen abgewendet sind. Zu Hause kann der Patient mit seinem Therapiegerät, dem CPAP-Gerät, dann entspannt schlafen und sicherstellen, dass die Atmung in der Nacht immer ungestört ist. Eine solche Therapie, das ist selbsterklärend, funktioniert nur, wenn man sie ständig einsetzt im Schlaf. Das bedeutet, wer ein solches Therapiegerät, ein CPAP-Gerät bekommt, muss es immer, wenn er schläft, einsetzen.
Hierbei kommt es vor allem darauf an, dass das Gerät auch am Morgen konsequent eingesetzt wird. Denn ausgerechnet am Morgen finden sich Schlafstadien, es geht im Wesentlichen um den sogenannten REM-Schlaf, wo die Gefährdung für Atempausen besonders groß ist. Und wer am Morgen möglicherweise nach dem Toilettengang sich entscheidet, das Gerät nicht wieder anzulegen, der verzichtet gerade in dieser besonders wichtigen Zeit der Nacht auf eine Therapie. Unter der Therapie mit CPAP ist die Sauerstoffversorgung des Organismus wiederhergestellt und es wird ein erholsamer Schlaf möglich. Wenn Sie also eine Diagnose Schlafapnoe-Syndrom haben, sollten Sie auf jeden Fall auf eine konsequente Therapie achten, wenn es Ihnen gelingt, im Falle eines Übergewichtes dieses zu reduzieren und zu normalisieren, ist das sicherlich der beste Weg, den Sie überhaupt gehen können. Oft gelingt das nicht und dann ist in aller Regel die CPAP-Therapie die entscheidende und richtige Behandlung. Diese muss dann allerdings auch immer im Schlaf eingesetzt werden, jede Nacht. Und wir erwarten als Ärzte, dass wir Nutzungszeiten von etwa 6, 7, 7,5 Stunden pro 24 Stunden von den Geräten ablesen, wenn wir Kontrollen durchführen.